So, da sind wir zum dritten und letzten Teil für ja, das Zeichen Ü. Und diesmal ist das Thema Variationen und Kontraktionen. Das heißt also, wir kommen zu dem Teil der Grammatik, der schwammig wird. Naja, nicht so ganz. Mit den Variationen ist es so, dass man statt Ü nicht unbedingt nur Ü schreiben kann oder muss, sondern man kann stattdessen auch Hu schreiben. Und es gibt eine Zusammenziehung aus Ü und Ch am Satzende. Und das wäre dann Yen. Yen hat noch eine andere Funktion, werde ich später nochmal darauf eingehen, aber jetzt erstmal Hu als Ersatz für Ü und Yen als Kontraktion aus Ü und Ch. Der erste Beispielsatz stammt aus dem Liutau, ist ein ja, Militärklassiker. Und der zweite Beispielsatz stammt aus dem Lushi-Tunzio. Ist ein bisschen länger, aber nicht ganz so kompliziert, also keine Sorge. Fangen wir mal an. Wen Wang Jiang Tian, Shi Bian Bu Bu Yue, Tian Yu Wei Yang, Jiang Da De Yan. Soweit, so gut. Also, König Wen wird oder will Tian. Tian ist eigentlich das Reisfeld, aber hier ist es verbal gebraucht, also Reisfelder anlegen. Shi Bian, der Geschichtsschreiber, der auch so eine Art kultische Funktion oder religiöse Funktion hat, Bu Bu, orakelt oder weissagt, deswegen die religiöse oder kultische Funktion. Hier die direkte Rede, also Doppelpunkt. Tian Yu Wei Yang. Hier ist das auch wieder verbal und ist Imperativ. Also Tian lege Felder an. Yu in Bezug auf, also in welcher Richtung, wo soll man die Felder anlegen? Wei Yang, ein Ortsname. Tian, du wirst oder man wird da, de, also groß, de, erhalten, bekommen, profitieren. Yan, also in Bezug auf das. Und in schönem Deutsch und zusammengefasst wäre das dann Wen Wang wird oder will Felder anlegen. Der Geschichtsschreiber orakelt: Lege deine Felder in Weiyang an. Du wirst dort oder da großen Profit oder großen Gewinn erzielen. Es war halt so, dass man ja damals noch verschiedene Orakel befragt hat, bevor man irgendeine politische Aktion getätigt hat. Und dafür war halt ein bestimmter Stand innerhalb der Gesellschaft zuständig, unter anderem, oder halt dieser Geschichtsschreiber, der Shi oder Shi Bian. Und der hat dann entsprechend orakelt und das Orakel interpretiert und hat dann halt entsprechend die Anweisung gegeben, was zu machen ist, wie etwas zu machen ist oder wo etwas zu machen ist. Und hier wurde halt die Frage geklärt, ob man jetzt Felder anlegen soll und wo man diese Felder am besten anlegen sollte. Okay, zweiter Beispielsatz aus dem Lushi-Tunzio. Fanin zhe chan hu ren xin zhe ya. Gan yu xin zhe dang hu yin yin cheng yu wai er hua hu nei. Der Beispielsatz finde ich ist ganz besonders toll. Weil ja Hu ein Ersatz für Ü ist. Und ja, je nachdem, wie man gerade lustig war, konnte man dies und das schreiben, dies oder das schreiben. Das Lustige ist halt auch, man war so flexibel, man konnte auch innerhalb desselben Textes oder sogar innerhalb desselben Satzes mal zwischen Hu und Ü springen. Also, Fan für gewöhnlich. Was Töne oder ja, Musik oder Geräusche anbetrifft. Chan ist auch sowas wie herstellen oder entstehen oder produzieren oder hervorbringen. Hu hier als Ersatz für Yu in Bezug auf Zhen Xin,
Also die Herzen der Menschen. Dürr fasst das auch wieder quasi als Ersatzthema zusammen, obwohl wir ja auch schon Dürr haben, aber manchmal kommt es auch zweimal vor. Und Yeah ist unsere Korpula. Das heißt also A, B, Yeah. Das eine A durch ein Dürr markiert und das andere B auch durch ein Dürr markiert. Also, kurzum, für gewöhnlich sind Töne das, was dem Herzen der Menschen oder den Herzen der Menschen kann, ja, entspringt oder was in den Herzen der Menschen entsteht. Garn, fühlen oder ein Gefühl hervorrufen. Sie ruft ein Gefühl hervor in Bezug auf die Herzen, also man fühlt etwas im Herzen. Zir, da komme ich später nochmal drauf, weil das auch wieder eine besondere Grammatik ist, macht einen Wenn-Dann-Satz. Und Dang, Dang heißt irgendwie so schaukeln, wanken, schwingen. Aber hier bedeutet es eher so, wenn man so schwingt, dann ist man irgendwie beeinflusst oder man beeinflusst auch etwas. Also hier eher so einen Einfluss auf etwas haben, irgendwas so ein bisschen anstupsen. Und wen oder was? Oder wohin? Hu, auch wieder als Ersatz für Yu, ihn. So, Zi, wenn dann. Das Wenn steht davor, das Dann steht dahinter. Also, wenn man etwas im Herzen fühlt, oder wenn etwas eine Gefühlsregung im Herzen hervorruft, dann beeinflusst das, oder wirkt das ein, wirkt das, macht das, hat das eine Wirkung in Bezug auf den Ton oder die Töne, Geräusche oder die Musik. Ich denke mal, hier ist es am ehesten Musik. Also wenn man etwas im Herzen fühlt, wenn man eine Gefühlsregung im Herzen hat, dann beeinflusst das die Musik. In Chen Yu Wai. Die Musik entsteht Yu Wai. Außerhalb. Auch besondere Grammatik, gibt es auch später noch ein Video zu. Hier ist es und. Und Hua Yu Nei. Hua. Etwas verändern oder etwas auch beeinflussen, aber eigentlich eher so verändern, umdrehen, umwandeln. Hu Nei. In Bezug auf das Innere, also im Inneren. Ich übersetze es einmal ganz von vorne bis hinten runter. Für gewöhnlich ist, ich übersetze es gleich als Musik, ist Musik etwas, das in den Herzen der Menschen entsteht. Wenn man eine Gefühlsregung im Herzen hat, so beeinflusst das die Musik. Die Musik entsteht außerhalb, Klammer auf, des Körpers, Klammer zu, und bewirkt oder verändert etwas innerhalb, Klammer auf, des Körpers, Klammer zu. Genau. Und das waren also die Variationen, nämlich, dass man Ü durch Hu ersetzen kann und die Kontraktionen, nämlich, dass Yan eine Kontraktion aus dem Zeichen Ü und J ist. Und damit wäre der letzte Teil zum Zeichen Ü abgeschlossen.